Letztes Mal in Persona 5 Royal. Wie kam ich denn bei dem L auf eine 1? Diesmal hat's gestimmt, na Freilo. Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Royal. Ja, letztes Mal haben wir uns ein bisschen verrechnet. da war ich mal kurz völlig raus. Hab mich vertan. Wir haben aber den passenden Code noch gefunden. Und so wie es aussieht, haben wir uns damit den Weg freigemacht in den Tresorraum. Also in den Tresor in der Mitte dieses großen Schlossraumes. Und den schauen wir uns jetzt natürlich an. Ich will wissen, was da drin ist. Ah, definitiv. Wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke nämlich, das wird nicht ganz ohne Widerstand laufen hier. Hey, da ist doch ein Aufzug. Dann führt es wirklich einen Weg nach unten. Du bist ja eine wahre Prophetin, Queen. Ah, der Dank gebührt dem Notizbuch. Ohne das wären wir jetzt nicht hier. Aber habt ihr gehört, was der Schattenkanishiro genau gesagt hat? Ah, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Er hat sich doch irgendwie unsicher angehört, oder? Na genau. Er hat nur immer wieder wiederholt, wie reich und mächtig er sein will. Na, wenn er deswegen unsicher ist, dann ist er doch nur ein armseliger Schwächling. Er muss sich so lange selbst eingeredet haben, stark und reich zu sein, dass er selbst glaubt. No. Hm. Wenn wir den Sinneswandel auslösen, finden wir es raus. Beeilung, Joker. Okay. Mehr hat er nicht zu sagen dazu. Na gut, okay. Kann natürlich sein, dass das zu einem großen Teil ein bisschen auf Einbildung basiert. Bei unserem lieben Kaneshiro hier. Aber wir schauen mal. Wir gehen mal in den Aufzug und gucken mal, wo er uns hinbringt. Found it. It's right here. Okay, da scheint der Schatz schon zu sein. I don't see anything. Ach, na eben, du kennst das ja noch nicht. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen verwundert für einen Moment. Wir wissen ja schon, wie das aussieht. Aber ja, Makoto kann das ja noch gar nicht wissen. Once we get this far, we need this calling card thing. A calling card? I see. Making the target believe that the treasure is in danger will cause it to materialize. Also, die ist nicht blöde, gell? Also, logische Verknüpfungen aufbauen kann die extrem schnell, die kurze hier. That's quite a bold trick. Huh? She understood? Joker, we'll defer to you regarding its timing. Okay. Okay, guys, let's get ready for the heist. Ja. The next time we enter that treasure room will be after we send out the calling card. And that Kaneshiro bastard only showed his stupid face once. That doesn't matter. As long as we steal the treasure, we'll change his heart. Then let's act as the Phantom Thieves should and send the calling card. It's on you, Joker. If you wish to train or explore further before sending it, that decision is purely yours. Nö, ich denke, wir verlassen den Palast. Wir sind ja ziemlich weit gekommen. Wir wissen, wo der Schatz ist. Und wir haben auch direkt beim Schatz quasi einen Safe Room. Was ja grundsätzlich gut ist. Und wir gehen jetzt erstmal wieder in die Realität. Wir haben noch ein paar Tage. 5. We can finally rest. Ja, und zwar außerhalb dieses Palastes. Und dann gucken wir mal, was wir noch in der Realität so machen können für 1, 2, vielleicht 3 Tage. Und dann gehen wir auf jeden Fall die Calling Cards senden. Wow, wait, what? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Warum? Come inside. We have much to discuss. Haben wir das? Okay, I'm slightly surprised. Wow, was ist denn hier los? What do you think, inmate? Surprised? Ja, durchaus. Was genau ist los? This is a failsafe to ensure you do not neglect your rehabilitation.
It's intended to push you into performing executions. Haben wir doch am Anfang der letzten Folge erst. We call it a fusion alarm. It's a warning system that tells you when you've been slacking off on your duties. Mach ich doch gar nicht. Ich hab doch vor kurzem erst wieder einiges fusioniert. When you hear this sound, the first things on your mind should be this place and executions. Ist das so? You must become stronger for the sake of your rehabilitation. Executions will be much more severe when the alarm is sounding. Okay. The result of this is that any fused personas will be further strengthened. Okay, cool. However, the more executions that you perform during the alarm, the higher the chance of an accident occurring. Oh. With that in mind, you must prepare more than usual while performing executions in the midst of an alarm. The alarm will sound after you've endured numerous repeated battles. Make certain you come here as soon as you hear it. Got that? Okay, alles klar. Good. You'd better make excellent use of the alarm. Okay, habe ich verstanden. Personas erhalten dabei mehr Statuswerte, andere Skills und maximale Skill-Erbeplätze. Guillotine, elektrischer Stuhl oder mehrmals dieselbe Hinrichtungsart führt zu Unfällen. Wenn du die Persona, die während des Alarms erschaffen wurde, als Material verwendest, kann es einen Unfall geben. Es besteht aber auch die Chance auf noch höhere Statuswerte. Bei einem Unfall wirst du gebeten zu gehen. Und der Alarm endet auch, wenn du nach einer Fusion gehst. Rede mit den Wärterinnen, um den Alarm ohne Fusion zu beenden. Well then, continue to devote yourself to your rehabilitation. Okay. Pursue rehabilitation with all your body and soul. Ja, wir können ja mal reingucken, ob es was Schönes gibt. Aber halt, Moment, gibt's noch irgendwas zum Registrieren? You wish to register a persona? Gibt es. You wish to register it to the compendium? Yep. Möchte ich. So, und dann gucken wir jetzt mal. Vielleicht gibt es ja doch noch was Schönes. Ich habe aber meine Zweifel. Weil wir hatten ja vor kurzem erst durchgeguckt. Elektrischer Stuhl, nö, eher nicht. Ich bin jetzt 27 immer noch. Ja, das bringt mir alles jetzt nicht wirklich viel. Nee, nicht wirklich. Die Möglichkeiten hatten wir ja auch vorher alle schon und so wirklich was Neues ist jetzt nicht dazu gekommen an der Stelle. Nö, dann will ich das gar nicht. You're stopping. Aber was wir bei der Gelegenheit, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Nee, ich habe noch was zu tun. Wir machen mal wieder einen Schaukampf. Something. Ein besonderer Kampf. Können wir ja mal wieder machen, ne? Nehmen wir mal den zweiten. Ach so, wir haben noch nicht mal... Nee, doch, können wir. Ja. Was haben wir denn hier noch? Chain. Ein Modus, in dem du die Schwächen des Gegners erkennst und dir durch Übergaben den Sieg holst. Ja, ja, klar, aber... Empfohlen ist Level 20. Trial ist das. Na gut, dann machen wir erstmal Trial Level 20. Und gucken mal, was wir so reißen können jetzt mit unseren Kollegen. Ja, wir beginnen. Beim letzten Mal sind wir ja gescheitert. Mal gucken, ob es diesmal besser klappt. So, was haben wir denn hier? Wir haben Nuklearschwäche und wir haben Wind- bzw. Segenschwäche und Feuer. Dann beginnen wir doch am besten mal mit Segen. Ne, mit Wind. Wir beginnen mit Wind. So. Schmeißen jetzt Segen hinterher. Jetzt hauen wir hier Nuklear drauf. Genau, so, und jetzt machen wir
Eine Übergabe. Ach so, nee, bringt ja nix. Nö, mach mal gar nicht. Wir machen nochmal nuklear. So, kannst du irgendwas, was uns hier was bringt? Also physisch brauchen wir gar nicht erst angreifen, aber wir können mit Elektro angreifen. Das ist in Ordnung. Dann nehmen wir einfach nur Sio. Was Stärkeres hat er ja noch nicht. So, Feuer können wir auch verwenden. Na, jetzt steht er erstmal auf. Doppelschuss, naja, damit können wir leben. Und wir... Was machen wir denn jetzt? Ja, komm, was soll's. So, Runde 2. Okay, wir haben hier Nuklear und Schießen. Eis. Elektro. Dann schießen wir erstmal auf ihn hier. Geben weiter an Ryuji. Nutzen Elektro auf ihn hier. Und der war Eis. Dann gib mal bitte wieder an mich zurück. Ach so, an mich geht nicht. Na dann geh mal auf sie hier. Und setzen wenigstens nuklear ein. Macht wenigstens mehr Schaden dann an der Stelle. Ist schon in Ordnung. Das gleiche nochmal. Ah, daneben, okay. Du hast nur Feuer jetzt an der Stelle, ne? Was könnte man denn da machen? Eigentlich jetzt nicht so viel, ne? Hohe Chance auf Schlafen bei einem Gegner. Dann probieren wir das doch mal. Gut, sehr schön. Und dann können wir jetzt hier auf jeden Fall mal Eis verwenden. Und drauf da, genau so ist das. So. Ja, eine Übergabe bringt mir ja an der Stelle nichts. Runde 3. Okay, Psycho, Wind, Nuklear. Dann steige ich doch mal mit Psycho ein. Könnten wir doch gleich mal hier ihn nutzen mit Psi. Steigen wir ein. Und dann geben wir weiter, ja, ein Makoto von mir aus. Auf ihn hier. Und wir geben weiter an Ryuji. Und Wind auf den Kollegen hier. Sehr schön. So. Das wiederholen wir jetzt hier an der Stelle. So, dann bist du nämlich jetzt hier mit Nuklear dran und kannst hier gleich auf ihn wieder gehen. Das macht wenigstens ordentlich Schaden an der Stelle. Und du kannst jetzt mit Wind erstmal ihn auslöschen. So, was machst du? Ja, hau mal Feuer auf beide. Mal gucken, was passiert. Boah, zumindest was abgezogen. Passt schon. Jetzt stecken wir erstmal kurz ein. Ah, ich muss mal was gegen meine Elektroschwäche machen. Wow, was? Sexy Technik? Ehrlich? Autschen. Okay, Psi. Genau, down. Wir übergeben an... Ach so, ja, an Makoto kann ich jetzt nicht übergeben. Aber der ist so gut wie down. Dann greifen wir den normal an. Dann löschen den mal aus.
Makoto ist geschockt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir probieren es hier mal mit Wind. Ja, es macht immerhin ein Stück weit Schaden. Ich denke, das kriegen wir noch, die kriegen wir noch klein. Makoto ist raus. Wir haben doch aber da was, was wir machen können. Was ist denn hier? Cadence. 50% der TP werden regeneriert und Präzision Ausweichung erhöht. Für alle Verbündeten, nee. Was brauche ich denn? War das Diorama? Nee. Rikam war das, was ich brauche. Habe ich den gar nicht mehr dabei? Schade. In diesem Fall ja, Psycho. Müssen wir weitermachen. Dann immer schön drauf hier. Und das müsste reichen. Finished. Okay. Zwar nur... doch. Wir haben noch Bonuspunkte geholt. Wir sind über 22.000 gekommen, so wie das aussah am Ende. Not the worst thing I've seen. Jo, okay. Silberklumpen haben wir. Eis umgehen und Hitzewelle Gürtel haben wir nicht bekommen. Da muss er wahrscheinlich einen perfekten Lauf hinlegen. You have met the minimum requirements. Ja, na immerhin. Besser als nichts. Jetzt können wir auch den Raum hier wieder verlassen. Aber wir schalten mal den blöden Alarm ab hier. You need something. Ja, Alarm ausschalten, bitte. Was? Du willst den Alarm abschalten? Fühlst dich heute wohl besonders aufmüpfig, ja? Aber es bringt ja auch nichts, wenn es dich von produktiver Arbeit abhält. Also schön. Da willst du den Alarm wirklich abschalten? Ja. Da! Wirklich? Hier! Okay. Okay. Alles bereit. Sei gefälligst dankbar, Häftling. Okay. Meine Fresse, sind die aggressiv. Ich will zurück. It is time, inmate. Ja, lasst mich bloß hier raus. Meine Fresse, seid ihr gruselig. Hey. Hey, was machst du da? Wir sollten aufbrechen. Ja, das kann ich euch nur schwer erklären, was ich hier mache. Okay, gut. Dann gehen wir wieder in die reale Welt und gucken mal, was wir noch so treiben können, bis wir die Calling Card schicken. Gucken wir doch mal. Irgendwas wird sich da jetzt wohl so langsam anbieten. Und das und dies und jenes. Ach nö, so viel haben wir gar nicht geschafft. Naja, aber wir haben unseren Weg zum Schatz gesichert. Das passt jetzt schon. Da können wir jetzt erstmal noch 1-2 Tage entspannen und dann geht's weiter. So, allerdings war das wirklich knapp. Wir müssen morgen direkt ins Versteck gehen. Müssen wir das? Ist doch noch Luft. Ja, wann verschicken wir die Calling Card? Wir müssen uns beeilen. Stimmt, je früher, desto besser. Ist ja nicht gesagt, dass er sein Versprechen hält. Was meinst du, Makoto? Ich kann es kaum erwarten, sie endlich abzuschicken. Ich will seinen widerlichen Verbrechen so schnell wie möglich ein Ende bereiten. Ja, nicht so voreilig, Leute. Wie immer völlig ruhig. Okay, wir überlassen das dir. Aber wir sind jederzeit startklar, du musst nur Bescheid geben. Naja. Hey, da kam noch ein Paket für dich. Hey! Ja, mein Stoff. Importierte Proteine und Feuchtproteine und Proteine. Oh. Yep, das sind die bestellten Artikel. Und jetzt, was hat ein Sojiro eigentlich? Hey. Naja, das hast du uns schon tausendmal erzählt. Ich möchte jetzt mal was gucken gehen. Und zwar an dieser Kiste hier. Wow. Ah, der Karton ist riesig. Ach, da ist dein Zeug drin. DLC erhalten, genau. Yasogami High Outfit, Teddy-Kostüm, Klarsicht-Brille, Gekukan High. Aegis-Kostüm, Seas Armband, Seven Sisters High, Trish-Kostüm Version 2. Kasugayama High, Seven's Emblem, Sankt Hermelin, bla bla bla. Also im Prinzip alles, was im Grunde an DLCs für die Originalversion von Persona 5 kam. Das haben wir jetzt auch hier in Royal automatisch mit drin. Ich habe es mir nur jetzt endlich mal geholt, weil
irgendwie verbinde mit dem Netzwerk. Was, Speicherdaten konnten nicht abgerufen? Ach so, nein, geht ja auch gar nicht. Ich habe ja keinen Speicherstand von dem älteren Game. So, jetzt können wir mal gucken. Ausrüsten, gibt hier genau Outfits. Könnten wir hier, glaube ich, wechseln. Oh, aber jede Menge. Wir haben auch Badeanzüge. Okay. Das Meta-Universum. Wir können einen Badeanzug ins Meta-Universum. Na, das wäre doch bei Gelegenheit mal was, oder? Können wir doch mal machen, wenn wir mal Lust haben dazu. Butlerkleidung, Weihnachtsoutfit. Die Outfits werden wir uns auf jeden Fall nach und nach jetzt alle mal anschauen. Oder ich mache da mal eine Sonderfolge zu. Oder so, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Und da können wir ja eigentlich auch im Meta-Universum direkt durchswitchen, vermute ich. Deswegen, von daher, schon okay. Wie sieht's denn hier aus mit dem Evoker? Der bringt mir aber jetzt irgendwie nichts, gell? Bisschen besser wird er gar nicht aufgelistet. Ist das eine Nahkampfwaffe? Nee. Niemals. Oder kann das nicht jeder einsetzen? Der Evoker wäre ja eigentlich aus Persona 3. Aber ich sehe niemanden, der den einsetzen könnte. So, mal gucken. Vielleicht geht es auch erst bei New Game Plus oder so, möglicherweise. Müssen wir mal im Auge behalten. Oder falls ihr es wisst, spoilert mich nicht zu sehr. Sagt mir nur, ob man den Evoker so einsetzen kann, wie ich mir das jetzt gedacht habe, oder eben nicht. So, rausgehen können wir vermutlich nicht, aber wir könnten uns mal Kaffee kochen, würde ich sagen. Ah, willst du versuchen, Kaffee zu kochen? Ja. Make sure you close up. Na, ich geh heim. Ja, ja, geht doch. Menno. Oh. Dann kommt er halt nicht kosten diesmal. Yes! Alright. Na, sieht doch gut aus, ha? Da waren wir jetzt ziemlich zufrieden mit uns selbst. Wie üblich eigentlich. So, jetzt kriegen wir noch ein kleines bisschen Charme. Kann auch nicht schaden, brauchen wir nämlich für unsere liebe Hausärztin. Ansonsten können wir die nicht aus ihrer blöden Depression rausholen. Okay. Unsere Umfragewerte steigen weiterhin ein kleines bisschen. Ja, vermutlich. Denkst du doch daran, am Samstag läuft Kalishiros Frist ab. Wir wissen, wo der Schatz ist. Wir können die Prangerkarte jederzeit abschicken. Wie sieht's aus? Ja, ich bin noch nicht so weit, beruhigt euch. I see. Lasst uns mal noch 1-2 Tage chillen. Der Kampf wird wahrscheinlich nicht der einfachste. So. Abgeschmettert, den Gutsten. Wir hätten ihn ja auf ein Date einladen können. Och, das wäre so klasse, wenn man Yusuke daten könnte. Ah, wir müssen die Prangerkarte bald losschicken. Lass uns ins Versteck gehen und einen Plan schmieden. Ja, ja. Alle nerven sie mich immer. Ey, es sind noch 4 Tage Zeit. Also beruhigt euch mal. So, was haben wir denn so? Steht hier irgendjemand rum, der Bock auf uns hat? Sieht es spontan erstmal nicht so aus. Das heißt, wir können mal in die Station gucken. Ja, da wäre jemand. Aber ansonsten sieht es wieder schlecht aus. Na, das ist doch schon wieder dämlich. Echt jetzt, keiner irgendwo unterwegs, auch nicht irgendwie im Untergrund-Einkaufszentrum oder so, dass Ahn da rumsteht. Doch, da ist, ach so, mit der komme ich jetzt auch nicht weiter, oder was? Hey! Ah, wir haben den Schatz gefunden, es wird Zeit, die Prangerkarte zu schicken, oder? Ne, ich weiß es noch nicht. Hm. Ah, gibt's einen Grund, warum wir so lange warten? Los geht's! Okay, also, das klappt so nicht. Ja, guti, dann sollten wir vielleicht was für uns selbst tun gehen. Die Frage ist nur, was? Was ist denn eigentlich das da hinten? Bahnhofskiosk, was gibt's denn hier eigentlich? Oh, welcome! Antifieberdecke. Achso, heilt ein Verbrenneneffekt, halt eingefroren, halt geschockt. Naja, gut, das ist jetzt. Sowas nutze ich ja jetzt nicht so häufig, ne? Tja, was machen wir? Im Ticketshop werden wir auch noch nicht weiter. Quatsch, Ticketor. Im Software-Shop werden wir auch noch nicht weiterkommen. Wir könnten
Können wir in der Arkade irgendwas machen? Nicht wirklich, ja. Wir könnten höchstens ins Diner gehen und lernen oder so. Ja, das machen wir mal. Und da können wir gleich wieder so einen lustigen Tee nehmen, der uns charmanter macht. Das bringt uns wenigstens in unseren Einschränkungen im Moment ein bisschen weiter. Einen Früchtee. Immerhin etwas. Schaden wird das nicht, außerdem gehen auch bald wieder Examen los. Dementsprechend ist es auch nicht schlecht, ein bisschen zu lernen. Oh. Vielleicht schaffen wir ja noch einen Schritt höher im Wissen. Erstmal machen wir ein bisschen Charme. So, dann haben wir noch ein bisschen Wissen. Obwohl, ich bin ja schon gelehrt, ne? Sollte eigentlich für die zweiten Examen ausreichen, oder? Ich weiß es nicht. Ist immer schwer einzuschätzen bei den Persona Games. Ah, you're back. Ja. Ja, ja, ist ja alles gut. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, ich weiß. Haben wir jetzt irgendwo... Ja, jetzt haben wir Social Links verfügbar. Unter anderem auch in Shinjuku. Aber vermutlich wieder nur die Journalistin, ne? Nee. Ach so, na doch, weil hier den können wir ja noch nicht starten. Dann gehen wir halt mal zu der Journalistin. Was soll's? Ist immerhin besser als nix. Hier war der Eingang. Ins Crossroads. Jetzt kann ich auch eine Schnellreise dahin machen, okay? Oh, honey. Ja. Schon wieder da, Junge. Meine Schuld ist es nicht, wenn du fertig gemacht wirst, okay? Tja. Hm? Hey, wo ist mein Glas? Ich wollte doch noch eins. Wie viel hatte ich heute schon? Wie spät ist es doch egal? Nee, nicht egal. Ne. Sie ist voll. Sie ist so voll, dass sie dich nicht bemerkt hat. Wenn sie für uns Artikel schreibt, nimmt das Einfluss auf das Meta-Universum. Wenn wir es schlau anstellen, kann sie uns von Nutzen sein. Sollen wir versuchen, eine Abmachung mit Oya zu treffen? Abmachung mit ihr treffen, ja. Beachte, dass sie betrunken ist, also verhandle gut mit ihr, in Ordnung? Ja, versuchen wir es mal. Versuch macht klug, ne? Hey, Lala-chan. Are you sure this isn't just water? Also für Wasser ist es ein bisschen zu goldfarben. Ich weiß aber nicht, ob sie dir nicht irgendwas, Alkoholfreies angedreht hat. If you're trying to rip me off, I'm gonna reveal all your secrets in a feature article. Ja, da wird sich bestimmt jemand für interessieren. Oh, it's you! Ja. Please, have a seat. So, what's up? Got anything new on the Phantom Thieves? Vielleicht. Maybe. You're just falling in love with me, hm? Ja, total. Das auch. That too? So then you have news on the Phantom Thieves? Okay. Völlig beiseite gewischt. Aber klar, das können wir ja auch unmöglich ernst meinen. Zumindest in diesem Moment. Thank God. My publisher just assigned me to be the beat reporter for the Phantom Thieves. Man, this will really help me out. Na, hoffen wir es doch. Are you seriously going to use this child as a source of information? Warum nicht? Eine bessere Quelle wirst du nicht kriegen. Entschuldigung, fast verquatscht. Such a killjoy. These kids nowadays know about things we adults don't have access to. Besides, what's most important? Is that I now have a reliable third-party source for my stories. Ja, wenn das alles ist. Whatever. So, what do you want from me this time? Information about someone? Cold? Lass ich dich später wissen. Huh? Jetzt reiß doch die Augen nicht so auf. Meine Fresse, trink mal eben weniger. Lucky me! My very own golden goose just appeared! Na, würde ich jetzt mal noch nicht drauf wetten. Glaub mal nicht, dass du so einfach aus der Nummer rauskommst. Now I can take it easy. Maybe I'll take a little vacation with all my free time.
Wieso solltest du jetzt plötzlich mehr Freizeit haben? As if. Ja, merkst du es? What do you want? Just tell me. Last time it was info on Kaneshiro, right? The office has been a buzz lately. I think it's Kaneshiro related. Something's fishy. Ach, was? Ich unterstütze sie. Sind wir mal gleich the Phantom Thieves? Ein bisschen offensiv hier. But I see what's going on here. Hardcore Phantom Thieves Fanboy. Huh. Das trifft's nicht ganz, aber lassen wir es erstmal an dem glauben. Hey, I'm not gonna let you use this kid so you could take a vacation. Oh. Unsere liebe Lala hat ja richtig, hat ja eine richtig gute Erziehung genossen hier. A vacation? Oh, I was just kidding. Hast schon wieder deine eigenen Sätze vergessen, so voll bist du, ha? Conducting a private investigation during my off hours. No one at work knows about it. Naja, aber ist schon klar, ich meine, ab 3,5 Umdrehungen, da wird's halt doch mal ein bisschen kurzzeitiger mit dem Gedächtnis. Don't tell me you're... Hey, how about we do this? You supply me with info on the Phantom Thieves, and I'll write articles based on what you tell me about them. Yeah. You know, the Phantom Thieves who you love oh so much. Deal? Wenn du dich drüber lustig machst, dann nein. Schreib was Ordentliches. I will. But the quality of the articles will depend on the info you provide me. Mach dir darum mal keine Sorgen. All right then. It's a deal. I can create a lot of positive PR for the Phantom Thieves, so be sure to give me some good scoops. Okay. Und Fluxkompensator an und zurück in die Zukunft. Wir hätten uns Marty nennen sollen. Your reputation skyrocketed after a certain point. It's unnatural how much your actions were publicized. Did you have an inside man in the media? Someone who could manipulate information for you? Ich sag nix. What do you have to say to that? Manipulation war das ja nicht wirklich. Thou art I. Was könntest du sein? Das Arcana des betrunkenen Kobolds oder... With the birth of the devil persona, der Teufel! Aha. Blessing that shall lead to freedom and... Also ich bin mir jetzt weniger sicher, ob ich dich daten will. Klatschartikel. Verringert die Sicherheitsstufe, wenn du einen neuen Schutzraum findest. Okay, naja, gut, das ist jetzt eher lame. Das ist jetzt nicht so pralle. Oh, don't tell anyone about this, okay? I don't want people to know that my source is a high schooler. Kann ich verstehen. Okay, Lala-chan! Time to celebrate our agreement! Und ich will nicht, dass... Die Leute erfahren, dass die Phantomdiebe einen Exklusivpresse-Deal mit einer haben, die den dreiviertelsten Tag auf 3,8 Promille rumrennt. Bring out my bottle and two glasses, please. Aber bitte was Gescheites. Wow, her silence is golden. Tja. Fine. I won't make the high schooler drink. Schade eigentlich, ja? Also so ein Schlückchen richtig guten Whisky hätte ich jetzt nicht nein gesagt. Aber die hat wahrscheinlich nichts richtig Gutes hier an ihrer Bar. I gotta use the bathroom. Wahrscheinlich in die falsche Richtung, oder? So wie du guckst. Oh, she's gonna be in there for a while. You should go home. Krass Bierschiss. Okay. Aber nochmal ordentlich Charme dazu gewonnen. Das lohnt sich, hat sich ja auch gelohnt an der Stelle. You take care now.
Ja, macht doch schon. Bleib nicht zu lange in Shinjuku, wenn es dunkel ist, Liebling. Da sind zwielichtige Leute unterwegs. Hey, Lala-chan! Ah, Lala-chan, wo bist du? Hey, Lala-chan, komm schon, wo steckst du? Im Ernst, diese Dame wird meinen Tod bedeuten. Geh lieber nach Hause, wenn sie dich erwischt, bist du dran. Klingt auch nach einer guten Zeit. Vorsicht, wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Wir gehen besser wieder rein. Come again. Ah, du bist hier immer willkommen. Aber geh jetzt direkt nach Hause, okay? Ja, machen wir. Und schwupps ist es Mittwoch. Shogi? So spielen doch nur Rentner. Nein. Es ist wieder in. Es gibt viele junge Leute, die professionell Shogi spielen. Hifumi Togo zum Beispiel. Für eine Oberschülerin hat sie unglaubliches Talent. So hübsch und hübsch ist sie auch. In letzter Zeit hat sie aber nicht viel gespielt. Angeblich übt sie allein irgendwo in der Kirche. Sie spielt Shogi in der Kirche? Kapiere ich nicht. Ist irgendwie seltsam. Hey, hast du gehört, was die beiden gesagt haben? Die hübsche Shogi-Spielerin? Hm? Hey, wait! Das findest du wichtig? Ja. Aha. Jedenfalls solltest du vielleicht anfangen, Shogi zu spielen. Bei Kämpfen im Meta-Universum könnten Shogi-Strategien nützlich sein. Good morning. Oh, hey, Kasumi! Ah, da freue ich mich jetzt aber über dich. Guten Morgen, Kurosu-Senpai. Wir haben echt Glück, dass heute so schönes Wetter ist. Ich befürchtete schon, das Training zu verpassen, aber da du hier bist, sollte alles im Grünen sein. Ah, schön. Ach, ich mag sie total. Oh, die Frist ist fast verstrichen. Wir müssen schnell handeln. Ja, ich würde auch sagen, in der nächsten Folge gehen wir bereits wieder in den Palast. Und bis dahin mache ich mir einen Speicherpunkt. Wünsche euch eine gute Zeit. Und vor allem, bleibt gesund, Freunde. Wir sehen uns dann wieder zum Bosskampf gegen Kaneshiro. Und bis dahin bin ich jetzt erstmal raus hier. Haut rein!